Das da in der Mitte, das bin ich. Und das zwischen meinen Beinen ist eine Kaltwasserdruckrakete Marke Eigenbau. In wenigen Sekunden wird sie abheben und mir mehr als nur meine Würde nehmen. Dabei hat eigentlich alles ganz harmlos angefangen. Mein lieber Joko, wie oft hat man dir schon gesagt, dass du für etwas ganz Großes bestimmt seist? Und wie oft hast du dich gefragt, was meinen die Leute damit? Heute möchte ich diese hohle Phrase mit Sinn füllen und dich Teil von etwas wirklich Großem werden lassen. In einem kleinen englischen Dorf wohnt der wahrscheinlich genialste Wissenschaftler unserer Zeit. Ein Mastermind, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Zukunftsforschung. Sein Name? Professor Dr. Colin Firth. You okay? Come on, the world of science needs you! Are you Professor Dr. Firth? Yeah! Come on, get on! You want me? Yeah, you need that. Excellent. Right, off to the workshop! What? Workshop? Yeah! Dein Auftrag lautet, sei einen Tag lang Professor Dr. Firths Assistent. Die Aufgabe gilt als gewonnen, wenn du alles, was er dir aufträgt, mit Freude und Enthusiasmus erfüllst. Gib dir bitte Mühe. Die Zukunft der Menschheit liegt vielleicht auch in deinen Händen. Beste Grüße, dein Klaas. Als ich dann Colin gesehen habe, da hatte ich schon 3, 4 Fragezeichen über den Kopf und habe auch kurz gedacht, so, ob das alles so stimmt. Here we go. Oh, this is the place where the magic happens. Yeah, come inside. Is that yours? Yeah, this is my bike. It's not it. You've built it? Yeah. Quite simple. Can I ask you something? Yeah? What kind of scientist are you? Yoko, I'm the greatest science you'll ever meet. Science. I'm the greatest scientist you'll ever meet. Wenn man sich jetzt so vorstellt, wo so ein Wissenschaftler sein Zuhause hat, ja, in irgendeinem Labor oder irgendwo an der Universität mit einem Lehrstuhl oder keine Ahnung was, so war das bei dem halt nicht. Der hatte halt neben seinem Haus, da wo er gelebt hat, hatte der halt sich so eine kleine Hütte gebaut, die eher wirkte wie ein Geräteschuppen. Und als er die aufgemacht hat, fühlte man sich so ein bisschen in die Donald Duck-Ära zurückversetzt, in das Labor von Daniel Düsentrieb. This is the jet bike on YouTube. This is the thing that's got the most hits and views of all my videos. So you're on YouTube too? Yes. Jetzt weiß man ja von so Wissenschaftlern, die können auch manchmal so einen Hau weg haben, aber der wirkte schon sehr, sehr weird. What? Für den Müll? You want to take the rubbish out, the rubbish out, the rubbish out. Ich kann, wenn ich ganz ehrlich bin, ne, bis heute nicht sagen, wofür Professor Dr. Firth überhaupt Spezialist ist. This was a jet I made and I thought it'd be funny if I could put egg into it to see if it would fire out. Gott, wo bin ich hier? Also alles hat er irgendwie immer mit selbstgebauten, feuerspuckenden, hochtechnisierten Geräten zu tun. Aber so richtig hat der Typ einfach nur Sachen gebaut, die kein Mensch braucht. Ich bin selbstkritisch genug, zu sagen, so, ja, vielleicht brennt mein Licht nicht hell genug, um die visionären Ansätze von Professor Dr. Firth zu verstehen. Vielleicht ist es aber auch andersrum. This is a wonderful device for getting the decorations off a Christmas tree. Yeah. Da konnte ich dann nach einer gewissen Zeit mit dem Typen, so nett der ist, ne? Also keine Frage, super Typ. Aber da habe ich dann irgendwann auch einfach mal angefangen, eins und eins zusammenzurechnen und wusste, da Klaas mir ganz schön Bären aufgebunden. Ne? Wenn der Typ Professor Doktor gewesen ist, so, dann bin ich aber ein 1er Moderator. Ich rufe jetzt Klaas an. Weil wirklich, ne? Hallo, ja, wie ist es? Ja, ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Ja, dann mach mal. Sei einfach nur ehrlich zu mir. Dieser Typ ist weder Professor noch Doktor, noch ist er Zukunftsforscher. Du, sei doch einfach, sei doch, geh mal einfach da rein. Du könntest für unsere Zukunft weltweit entscheidend sein. Also versau das jetzt nicht, wenn du das scheitest. Diese Sache hat die Welt noch nicht gesehen. Und er? Klaas, bitte. Ja.
Das Letzte, was ich gehört habe, war, ist, der hat eine Kettensäge in der Hand und dann war er weg. Ja, und Klaas hat halt felsenfest behauptet, der Typ ist Zukunftsforscher und du bist einen Tag sein Assistent. Das musst du jetzt machen. Schluss, aus, basta. Sonst ist die Aufgabe nicht bestanden. Kann man ihm widerstehen? Aber Emil auf den Kokolores hat einfach eingelassen. We have a special guest, all the way from Germany. We have. Show muss man Professor Dr. Fursey lassen. Ne? Show hat Professor Dr. Fursey drauf. This guy is called Yoko Wintershit. Ich meine, er wusste, dass ich einen Tag sein Assistent sein werde und ich muss es halt auch machen, um die Aufgabe zu bestehen. Von daher wurden da keine großen Fragen gestellt und er hat mir dann noch gesagt, pass mal auf, ich habe noch ein paar Sachen, die hat noch keiner so richtig gesehen, die kannst du mal testen. Ja, da dachte ich mir, große Show kann ich, ne? Aber hier Erfindungen von dem testen, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. This is the Cake-O-Matic. Cake-O-Matic. Yeah, this is the future of eating. Die erste Erfindung, die er mir dann präsentiert hat, war dann die Cake-O-Matic. Eine, wie der Name schon sagt, Maschine, die eigentlich dafür gebaut wurde, dass man halt Kuchen in einer unfassbaren Geschwindigkeit isst. Wir haben an dem Tag dann aber gemeinsam auch noch mal geguckt, was man denn noch alles unfassbar schnell essen kann. Wie viele Gänge das im Detail waren, kann ich gar nicht sagen. Ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Ich kann mich daran erinnern, dass das erste Salat war. Ab dann habe ich relativ wenig gesehen. Ach du Scheiße, ich sehe mich gerade selber in der Linse. Das bin ich. Da muss man sich auch gar nichts vormachen. Da bin ich mir auch im Klaren drüber, dass alle Erfindungen, die der an dem Tag mit mir ausprobiert und präsentiert hat, eigentlich nur dafür da gewesen sind, mich zum Horst zu machen. Verschluckt. Eigentlich ist ja alles super gelaufen. Also ich habe die Meute da animiert, wir hatten irgendwie alle eine gute Zeit, ich habe die ganzen Erfindungen überlebt und ich dachte so, geil, habe ich das Ding ja ganz gut zu Ende gebracht. Aber da habe ich die Rechnung ohne Professor Dr. Colin Fursey gemacht. Are we done? Not quite. There is one more thing. Mr. Klaas said that you, you like your personal hygiene and you like to look after yourself. So I've got one more little experiment for you. What? You're gonna love this one. Als großes Finale hatte sich Fursey dann überlegt, mich einem ganz besonderen British Waxing zu unterziehen und hatte da einen Feuerstuhl zusammengelötet, der direkt aus der Hölle kam. You're gonna sit very comfortably on the seat and then we'll arm the rocket, get the wax strips on you, time to the rocket, and then after a village countdown, fire. And then you'll be silky smooth. Die Idee als solche ist einfach schon so grenzwertig. Ich meine, da steht eine Rakete zwischen deinen Beinen, die über Bänder mit deinem Körper verbunden ist, die dir Waxing-Streifen vom Körper reißen sollen. Ich hatte ernsthaft, kein Witz, ich hatte Angst, dass diese Rakete Hautlappen mit runterreißen wird. Hatte ich wirklich? Da saß ich da und hatte das erste Mal in meinem Leben eine richtige Rakete zwischen meinen Beinen.
Guck mal, wie fest das hier dran ist, Thomas. Wirklich. Das ist hier. Guck mal, wie ich meine Haut damit hochziehen kann. Das wird richtig wehtun, ne? Jetzt mal wirklich, ne, neben dem Scheiß, dass mir wahnsinnig kalt ist, weil es hier irgendwie 3 Grad sind, ja? Es hat noch nie einer ausprobiert. Wer sagt mir denn, dass diese Rakete funktioniert? Ich habe doch keine Ahnung, was er da gebaut hat. Ich muss diesem Typen vertrauen, nachdem er eigentlich 24 Stunden alles aufgebaut hat, um mir das Gefühl zu geben, so, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue. You gotta take your hat off him to come to a foreign country and be put in the hands of me while I do crazy things to him. I've got a lot of respect for the guy, a lot of respect. In so einem Moment denkst du nicht viel, ne? Du sitzt halt einfach nur da und hoffst, dass alles gut geht. Right, fingers crossed. Are we ready? Yeah. This is the Great British Waxing Machine. Here we go. Start the pressure. Du hörst nur, hinter dir wird irgendwas mit Druck befüllt. Er sagt immer irgendwelche Barzahlen. 5 Bar. 5 Bar. 6 Bar. 7 Bar. Oh, nice! Oh, well done! Well done! Oh, Alter! In dem Moment, als die Rakete dann abgeflogen ist, war ich der glücklichste Mensch auf Erden. Denn ich habe auch die letzte Erfindung von Colin Fursey überlebt. Oh, oh, nein, nein, nein! Damit war die Aufgabe geschafft. Einen Tag als Assistent bei Zukunftsforscher Professor Dr. Fursey überlebt. War nochmal Happy Face? England, check. Thank you very much. You're really a great scientist. Cheers, boy. You're a good tester. Thank you. It's pleased to have you around. It saves me having to do it. Maybe we see us in the near future. I'll see you soon. Perfect. Looking forward on that. Bent on a rocket.